Ja, hallo liebe Freunde des Ruhrgebiets. Heute die erste Tour der Electric Devils. Wir machen uns hier heute auf dem Weg von Mörs-Repele aus, vom Olli aus, auf eine kleine Tour, wie gesagt, durchs Ruhrgebiet hier oder Niederrhein. Was ist das hier? Wo fahren wir heute, Olli? Niederrhein. Aber Ruhrgebiet ist es trotzdem, ne? Ist so beides, ne? Ich bin mal wieder hier völlig vorbereitet, also unvorbereitet. Letzte Zipfel vom Ruhrgebiet Richtung Niederrhein fahren wir und machen so eine kleine Hofladenrunde. Wir haben alle unseren Trangia dabei und kochen uns was. Wir sind mal ganz gespannt, 4-Gänge-Menü, was das gleich wird. Hingekommen sind der Peter und ich aus dem Münsterland mit Peter seinem Tesla. Erste Mal für mich jetzt auch Tesla mit Rädern hinten drauf. Ich zeige euch mal eben, wie wir heute Morgen draufgepackt haben und wie wir hier hingefahren sind. 50 Kilo E-Bikes, die haben wir lieber mal fest im Blick. Ja, und jetzt geht's los hier und ich bin mal gespannt, wo der Olli uns heute langführt. Ja, liebe Leute, zu Gast sind wir heute hier beim Olli in Mörs-Repelen, habe ich ja gerade schon gesagt. Und mit dabei ist auch der Harry vom Kanal Harry Radl und der Peter vom Kanal Black Max. Hier seht ihr es von hinten mit dem weißen Helm. Und das ist das Elend jetzt für den Olli, er ist ja kein YouTuber, wenn er mit drei YouTubern so eine Tour macht, dass wir jetzt natürlich an jeder Milchkanne anhalten, alles filmen und dir alles dreimal erzählen darf. Bin ich mal gespannt, wie lange wir hier heute für 40, 50 Kilometer brauchen. Dass man hier in der Gegend mal so eine Windmühle antrifft oder präsentiert bekommt, das gibt es ja schon mal. Aber bei der hier ist ganz was Besonderes. Und zwar ist die hier mit Münzeinwurf. Guck mal hier. Der Olli ist so großzügig und lässt das Karussell für uns mal fahren. Zweimal 1 Euro, sagt er, nicht 1 Euro, nicht 2. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert, ne? Ob sich das Ding dann auch dreht für 2 mal 1 Euro. Ich bin begeistert. Guckt euch das an. Danke, Olli. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt beim ersten Hofladen hier angekommen, hat der Olli gerade gesagt, sein Stammhofladen und wir schauen uns mal, was wir hier ergattern können. Chips, dann ist die Beilage ja schon mal gesichert. Hier vorne gibt es auch Rindfleisch zur Selbstschlachtung. Nein, natürlich nicht. Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Ne? Also Hunger müssen wir nicht, das sehe ich so schon. Frische Landmilch, guck mal. Apples. Aber hier, ich drehe mal direkt nach links. Da werden wir doch schon angelacht von den Krakauern. Ja, liebe Leute, ein kleiner Tipp, wenn ihr mal an so einem Hofladen seid, bei so einem Automaten, dürft ihr nicht so gierig sein wie ich. Ich habe nämlich, wir haben beschlossen, uns die Würstchen und die Würstchen zu holen. Und ich habe dann aneinander eingegeben und der Schlitten ist da hochgefahren und ist verklemmt. Und jetzt kommen wir nicht mehr an unser Essen dran. Jetzt müssen wir hier auf dem Sonntag irgendwie den Eigentümer aus dem Mittagsschlaf holen. Der Olli ist unterwegs, um das Ganze zu lösen. Ja, also immer schön der Reihe nach und erst die Sachen rausholen. Da steht da aber auch nirgendwo. Ne? Woher soll ich das denn wissen? Ich dachte, ich kann mir dann in Ruhe meine Mahlzeit zusammenstellen. Und tja. So, Olli, was sehen wir denn jetzt hinten da? Jetzt sehen wir in den Hintergrund die Halde Norddeutschland mit der Lichthalle oben drauf. Ja. Die Halde Norddeutschland wird auch die brennende Halde genannt, weil durch den Druck und den restlichen Kohlenstaub, der da drin ist, da unten drunter noch extreme Temperaturen sind und dass es noch glüht. Ist das denn gefährlich irgendwie? Nein, das ist absolut nicht gefährlich. Wir haben überall Kontrollbohrungen, wo die jetzt mit überwachen können. Ja, interessant.
praktisch das, aber der Bergbau ist in dem Sinne ja nie abgeschlossen. Ne? Also man kann da nie sagen, Tür zu, alle nach Hause und Feierabend. Ne? Da müssen immer Leute beschäftigt bleiben. Das einzige Problem, was wir haben, das ist jetzt, die wollen hier den Kiesabbau machen, hier runter Richtung Neukirchenflühen. Und das wären Unmengen an Grundstücken, was da verloren geht. Und dann auch Grundwasser und alles, weil das hier auch sehr viel mit Grundwasser, mit Trinkwasser umgewandelt wird. Ja. Und weil der Kies dann abgebaut wird, ist dann die Filterung dann nicht mehr da. Das wäre für uns sehr blöd. Das werden Leute auch enteignet. Und deswegen sind die auch hier auf die Barrikaden. Und wir werden auch öfters jetzt hier noch so rosane Schals und Plakate sehen. Ja, also primär mit dem Bergbau nichts zu tun. Das ist nur jetzt, weil das gleiche Gelände ist. Sozusagen. Man kann davon ausgehen, dass da noch Schadstoffe auf dem Berg sind, die mit in den Grundwasser eingespült werden. Also wie, vom Bergbau her, weil der Kies als Filterschicht dann wegfällt. Ja, richtig. Siehst du, liebe Leute, wieder was dazugelernt hier. Ne? Man lernt nie aus, sonst fährst du Autobahn vorbei und siehst du oben hier Halde Norddeutschland. Und jetzt was noch ein bisschen Geschichte dazu, ne? Was hier gerade so aktuell ist an Themen. Ja, hier hinter mir seht ihr die Himmelsleiter. Das sind 359 Stufen hier rauf auf die Abraumhalde. Von der Zeche Norddeutschland heißt das, die hast du gesagt, ne? Halde Norddeutschland, nicht Zeche. Von der Zeche Niederberg. Siehst du, ich bin wieder so Bergbauleihe, ne? Werf mal irgendwelche Wörter durcheinander. Bin ich ja froh, dass der Olli als alter Bergmann hier dabei ist und aufpasst, dass ich keinen Quatsch erzähle. Da wollte er uns gerade raufschicken, aber haben wir gesagt, nö, lass mal. Ist Sonntag, Ruhetag. Mittlerweile sind wir eine gute Stunde unterwegs und haben jetzt auch schon mal knapp 10 Kilometer Strecke geschafft. Ist ja mal das Gleiche hier, wenn ich mit den Jungs im Ruhrgebiet unterwegs bin, hier mit Harry, mit Olli. Aber es ist ja nicht schlimm, ne? Wir haben ja kein festes Tagesziel. Und neben mir gerade der Peter. Und der Peter fährt ja jetzt von unserer Tour heute aus gesehen in einer Woche nach Spanien den Jakobsweg mit seinem E-Bike hier, mit dem Riese und Müller Supercharger heißt das, ne? Supercharger 2. Und der Peter hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, seht ihr auch die Kamera da auch da vorne dabei. Black Max, müsst ihr unbedingt gucken. Kann ich nur empfehlen, ich bin schon sehr gespannt, was er uns da an Bildmaterial vom Jakobsweg mitbringt. Sind ja ein paar tausend Kilometer. Da freue ich mir, sage ich ja gerne, tippitoppi. So, Hofladen Nummer 2, müssen wir mal gucken, was hier im Angebot ist. Was haben wir denn da oben? Geflügelcurry, Geflügelbrühe. Zähle ich mir das mit Geflügel. Eierlikör, guck mal. Können wir was Neues machen? Wir machen keine Currywurst heute. Wir machen mal Wurst in Eierlikörsoße. Nein, lieber nicht. Hoflädchen, würde ich mal sagen. Ne? Hofladen ist auch gut. Hier ist wenigstens kein Automaten, der zicken kann. Und da gibt es viele Zettel da oben. Müssen wir mal gucken, wofür ist das? Bin ja neugierig. Dann schauen wir uns mal eben an. Die Eier schmecken echt klasse. Ah, da kann man sein Lob und Tadel sozusagen, kann man hier lassen. Also sozusagen zertifiziertes Unternehmen, dass es hier, ihrer Meinung ist, dass es wichtig, Lob- und Tadelzettel gibt. Ich muss mal den Weg frei machen. Hier. Harry möchte auch noch filmen. Kommst du mal ein bisschen den Peter sein Rad angucken. Und der Peter hat, das finde ich auch schon ganz wieder interessant jetzt hier, diese Frontrollertaschen heißen die ja nicht. Die heißen Ortlieb Forkpack. Ne? Und hier seht ihr, die ja montiert. Und wenn man mal rüber guckt zu Harry, der hat die Forks, die Gabeln ja hier montiert, aber ohne Taschen. Und sieht das dann mit den Taschen aus. Was haben die? 6 Liter, habt ihr gesagt? Ja, 5,8 Liter. Interessant, ne? Und so kann man halt auch kleine Taschen noch an eine Federgabel vorne dran machen, ohne so einen pompösen Frontloader haben zu müssen. Ne? Weil diese Forks, die fallen ja wirklich nicht großartig auf. Und ganz praktisch, wenn man begrenzte Mitnahmemöglichkeiten hat, weil wir haben ja die Packtaschen alle irgendwie schon voll mit hier hingebracht, dass man dieses Forkpack vorne auch dann so ein Kilo Zwiebeln dranhängen kann. Ne? Ja, der dritte Hofladen, jetzt hier kein klassischer Hofladen im Sinne von Lebensmittel kaufen, sondern der heißt jetzt zur lachenden Ziege, die Schafgabe, alles Sachen, die aus Schafswolle, ja klar, für mich dort schon nicht an Schafswolle produziert werden. Und da gucken wir mal, ne, ob die offen haben. Nee, ist leider zu. Ach, leider zu, wissen wir schon. Steht auch unten drauf. Ach ja, guck mal, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Sollte ich mehr lesen und weniger reden, ne?
Aber sieht ganz hübsch aus hier. Ja, nach knapp 2 Stunden jetzt Kilometer 15. Zeit zum Pause machen hier im Biergarten. Gehen wir davon aus, dass der sonntags geöffnet hat. Ja, da sind die Leute schon drin. Bestimmt, da stehen auch schon Räder. Das nehmen wir mal in Angriff hier, das Thema. Ja, liebe Leute, wenn ihr mal eine Radtour hier am Niederrhein machen wollt, Samanshof, der Biergarten, dann empfehlen wir euch, gute Schlösser und Ketten mitzunehmen. Denn wir sind gerade sozusagen des Hofes verwiesen worden. Wir dürfen die Räder nicht direkt da am Biergarten parken, sondern andere Straßenseite, wo wir sie nicht sehen können. Also wenn ihr mal hier eine Pause machen wollt, dann nehmt euch Ketten, Schlösser und sonst was mit. Oder radelt einfach dran vorbei. Ne? Ein bisschen Reklame machen gegen den Samanshof. Ja, Prost, ne? Prost, Gemeinde. Karina, hast du mit? Prost. Ja. Bist du dabei? Prost, Prost, Prost. Ja, die kleine Pause im Biergarten ist schon vorbei. Der Peter hat uns eingeladen. Danke dafür, Peter. Und da kommt auch schon der nächste Hofverkauf hier. Und dann schauen wir mal, was hier angeboten wird. Ne? Hofverkauf, Gutes vom Niederrhein. So, was haben wir hier? Honig, Pflaumenmus, Apfelkraut, Eier, Speisekartoffeln, die großen Gänseeier. Jo, aber glaube jetzt nichts, was wir aktuell gebrauchen können für unser Menü, was wir uns gleich in unseren Trangias zubereiten wollen. Müssen wir mal schauen, ne? Ob die anderen hier fündig werden. So, bitteschön. Gucken, ob der Harry was findet. Ich wollte nur meine Bekannte besuchen. Ja, in dem Hofladen hier erregen wir direkt Aufmerksamkeit. Alte Bekannte von Olli, hat er gesagt. Aber ihr scheint nicht im Guten auseinandergegangen zu sein, ne? Nein. Die. Also. Ziegenschnitzel gibt's das? Wusste ich gar nicht. Nee, Wurst. Ah, Ziegenwurst. Nee, Schnitzel gibt's nicht, aber Wurst gibt's davon, ne? Ah, ja. Das Örtchen hier heißt Schaphusen, wenn ich es richtig gelesen habe. Hier am Niederrhein. Auch ganz nett hier, Kirche. Und wir sind schon auf dem Weg zum letzten Hofladen hier, wo es auch eine Möglichkeit gibt, das Essen zubereiten, hat der Olli erzählt. Und ich habe für mich jetzt gemerkt, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, so wie hier jetzt, dass ich unterwegs viel weniger filme, sprich so Fahrtszenen, Anhalten, Durchfahrtszenen und sowas. Alle sagen ja immer, wenn man sagt hier, Zuschauerspur fahren oder sowas, dass ich da keine Rücksicht drauf nehmen soll und trotzdem dann sagen soll, anhalten, nochmal durchfahren und sowas, aber man macht es nicht. Sage ich ja immer wieder, man macht es einfach nicht. Die Filme sind definitiv anders, als wenn man alleine unterwegs ist. Auch wenn man mit anderen YouTubern unterwegs ist, ist einfach so. Ja, und hier in Schaphusen gibt es halt die Möglichkeit, das Gekaufte, das Erworbene aus den Hofläden hier auch zuzubereiten. Können wir schön hinsetzen, hat der Olli extra für uns dekoriert. Danke, Olli. Tippitoppi. Gerne. Und dann noch der letzte Hofladen für heute und schauen wir mal mit Eisbar. Guck mal, kriegen wir sogar einen Nachtisch. Heißer Kaffee. Tippitoppi. Ja, und auch bei diesem Automaten stehen wir so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, denn wir finden im Menü nicht die Currywurst. Doch, wir haben sie gefunden. Tippitoppi. Das ist so ein Zentralmenü hier für alle Automaten auf einmal. Und von daher müssen wir mal gucken. Einmal oder zweimal? Einmal, ne? Jetzt brauchen wir jetzt die Soße. Wurst haben wir genug. Gut. Sollen wir noch Kartoffelsalat dabei nehmen? Ich kann ja schon mal anfangen zu schnibbeln. Ja, nein, nicht noch. Ah, du wolltest hier etwas, was wir alles erworben haben. Genau, wie beim Rucksack.
Ihr seid alle schon mal vorbereiten. Ich weiß jetzt immer, soll ich jetzt hier Nudelwasser aussetzen? Wasser kochen kann schon mal nicht schaden, dass wir heißes Wasser haben. Ne? Brauchen tun wir es ja eh. Ach ja, der Peter muss ja gleich noch spülen. Ne? Ja, Spüldienst heute. Ja, so lernt man auch was dazu, ne? Dass man die Sachen mitnehmen sollte. Ja, ist ja so. Das ist ja nicht so, als wir immer alles denken. Also ich jedenfalls nicht. Ich bin im Vergessen ganz groß. Das fing ja schon an, aber mich kommt man eh heute Morgen zu Hause. Ja, ja. Ich habe gestern Abend schon gepackt, weil ich mir dachte, heute Morgen habe ich sowieso keinen Plan. Siehst du? Alles schon hingelegt. Ja, haben wir schon gleich getan. Du brauchst Wasser, ne? Ja, Olli, danke schön. Ja, schön, dass ihr mitgekommen seid. Ja, schön. Müssen wir wieder alle auf Harry warten. Prost. Prost. Hallo, ja, du. Prost. 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 Ja, liebe Leute, geplant war ja eigentlich, dass wir vier auch alle vier einen Kocher dabei haben. Haben wir auch. Wir haben drei Trangia dabei und der Olli hat ja auch seinen Gaskocher dabei, wo die Nudeln gerade kochen. Gerade überkochen, live im Bild jetzt hier sozusagen. Aber was zu so einem Gastrangia natürlich auch dazugehört, ist die Gaskartusche. Und der Peter hat sich gedacht, mal ein bisschen Gewicht reduzieren hier heute und ist ohne Gaskartusche losgefahren. Gas ist teuer. Gas ist, Gas ist teuer, genau, ist wertvolles Gut. Muss sparen für Spanien. Und seine Frau hat den Code vom Tresor geändert, wo das Speiseöl und das Gas drin ist und darum. Genau. Kochen ohne Gas. Ja, Nudeln mit Currywurst, frisch gerösteten Zwiebeln und Kartoffelsalat. Das ist doch schon ein richtiges mehrgängiges Menü. Sind alle gut satt geworden. Und schon interessant, ich sage euch gerade mal die Räder, dass man alles so mitschlürt, ne, für so ein paar Kilometer. Wir sind ja mal gerade 20 Kilometer gefahren. Ne? Man könnte auch meinen, wir neigen ein bisschen zu Übertreibung mit dem, was wir alles dabei haben. Obwohl man nicht alles mit Kochen zubereiten will. Und die meisten von uns haben ja auch sogar die eigene Gaskartusche dabei. Dann braucht man das halt. Ne? Ich bin auch ganz happy mit meiner großen Radtasche, dass ich die dabei habe. Weil da eine ganze Menge reinpasst. Ne? Hier sieht man mal direkt den Vergleich zu den Taschen VD, Ortlieb. Hier die VD mit den Zusatztaschen und bei mir halt die Falk Pro von Falkenthal. Machen wir also den direkten Taschenvergleich hier. Nach dem Taschenvergleich noch ein genauer Blick jetzt mal auf die Sättel. Wir haben gerade festgestellt, wir haben alle Brooke-Sättel. Ne? Hier, der Harry hat den B17 mit der Kerbe, hat er einen extra Namen, Harry? B17 mit der Kerbe heißt? Das ist der Imperial. Imperial, B17 genau. Imperial. Genau. Hier, der Peter hat den Brooks, das müsste der Flyer Age sein. Und der Olli hat auch den Flyer Age, aber schon Natural Age sozusagen, natürlich gealtert. So schon länger mit unterwegs, ne? Da sitzen die auch richtig, sieht man auch sofort, schon ein bisschen durchgesessen. Und ich habe ja relativ neuen B17 und da sieht man auch, dass der noch recht gerade hier ist. Ne? Der muss noch eingesessen werden, da habe ich mal gerade 300, 400 Kilometer. Ja, und jetzt geht es weiter, würde ich mal sagen. Zielgerade. Ja, und hier im Hintergrund seht ihr unser nächstes Ziel hier, das Klosterkamp. Und da können wir uns jetzt nach dem guten Essen hier am Sonntag erstmal unseren sonntäglichen Segen abholen. Ja, wir sind jetzt hier im Rosengarten, glaube ich, im Klosterkamp hier unterwegs. Hier blühen ja auch schon ein paar Tulpen. Dann wäre es ja ein Tulpengarten. Nee, weiß ich gar nicht, wie der Garten hier heißt. Muss mein Olli fragen, ob der was weiß. Jedenfalls im Hintergrund hier das Kloster. Schön zu sehen. Und dann frage ich mal unseren Reiseführer. Rosengarten ist jetzt ja nicht hier. Olli! Was ist das denn hier? Rosengarten ist das ja nicht. Da sind ein paar Tulpen. Das sind von der Lager. Ja, aber von der, was ist denn, soll das hier denn darstellen? Einfach ein Park, oder? Diese Parkanlage ist Vorbild für Sanssouci. Also die Bauherren von Sanssouci haben sich Anregungen geholt. Die Bauherren von Sanssouci haben sich hier Anregungen geholt. Genau.
Weil die Anlage ist älter als Sanssouci. Das heißt, ich bin jetzt wieder Kulturbanause, weil ich gerade gesagt habe, das ist, glaube ich, ein Rosengarten, wo ein paar Tulpen wachsen. Könnt ihr mal wieder sehen. Ich habe keine Ahnung von nichts. Jedenfalls da oben ist das Kloster. Und du kriegst den Segen vom Kloster. Die Einheimischen. Ich sehe schon kommen. Ich kriege heute noch Haue vom Olli. Ich habe so eine große Klappe heute schon wieder. Ich bin Patriot. Pazifist. So. Er ist Patriot, ja. Pazifist nicht. Ja, wir sind jetzt hier in Camp Lindfort und ihr habt ja gerade schon gesehen, die rote Bergmann-Ampel, die jetzt grün geworden ist. Nur, grün nur für Bergleute, ich muss zurück. Ja, super. Tolle Sache. Jetzt kommen wir hier zum ehemaligen Gelände der Landesgartenschau von vor 2 Jahren. Und hier war ich ja auch schon mal mit dem Olli. Und zwar auf der Tour im letzten August waren wir hier. Das ist jetzt ein gutes halbes Jahr her. Und da hat er mir seine Gegend ja hier mal gezeigt, wo wir uns hier kennengelernt haben. Und der Olli war ja, wie gesagt, habe ich in diesem Film auch schon erwähnt, früher Bergmann und hat uns alles das hier sehr persönlich mal erklärt. Fand ich tippitoppi, als letztes Mal hier war. Das Video blende ich euch mal eben oben ein. Ich weiß gar nicht mehr jetzt genau, wie es heißt. Ich glaube, unterwegs mit Kumpel Olli am Niederrhein. Ja, der Olli und ich, wir haben so ein kleines Déjà-vu, denn als wir das letzte Mal hier waren, war die Tür von dem Lehrstollen zwar auch offen, aber wir durften nicht rein. Und heute eigentlich wieder das Gleiche, letzte Führung ist schon zu Ende, die kommen gleich raus, die Besucher. Aber Olli ist ja alter Bergmann, er konnte den Kumpel an der Tür hier überzeugen, dass er für uns eine kleine Führung hier macht. Und da freue ich mich schon wie ein kleines Kind jetzt. Und jetzt geht es auch direkt gleich los. Und den Eingang vom Lehrstollen hier dürfen wir jetzt auch als Fahrradstellplatz benutzen. Damit wir die ganzen Taschen nicht runter machen müssen. Ist total nett hier. Und gleich geht's dann los und dann geht's dann hier runter. Ja, wirklich interessant hier, was der Kumpel uns hier zeigt im alten Lehrstollen. Und jetzt so ein kleines Besucherlehrwerk hier. Besucherbergwerk, nicht Lehrwerk. Aber da müsst ihr unbedingt mal vorbeikommen. Ne? Wir haben das Gelände der Landesgartenschau hier in Camp Lindfort. Und da kann man hier für 4 € die Führung halt machen. Und kriegt hier alles schön erklärt. Und das ist wirklich für Leute wie mich, die nicht keine Ahnung vom Bergbau haben, total interessant. Ich habe so das Gefühl, jetzt wo die Tour zu Ende ist, dass das Video von mir wird mit am wenigsten, wo am wenigsten Fahrradfahrszenen vorkommen, weil ich einfach keine gefilmt habe. Wir haben viel Pause gemacht an den einzelnen Hofläden, haben uns nett unterhalten, waren gut 30 Kilometer Strecke waren das, glaube ich, und waren jetzt 7 Stunden unterwegs, kann das sein? Ja, 7 Stunden unterwegs und haben uns gut unterhalten. Also wir hatten einen schönen Tag. Ich hoffe auch, dass ich das in dem Video gut rüberbringen kann noch. Mal gucken, was ich da gefilmt habe. Werde ich ja hinterher erst sehen. Was ich noch vor der Tour, was wir geschenkt bekommen haben, der Harry, der Peter und der ich, und der ich ist auch gut, Harry, Peter und ich, vom Olli hier ist so ein Mampfbrett, ne? Der Olli ist halt handwerklich und hat uns so Butterbrotsbrettchen hier gebastelt selber. Sage ich natürlich Dankeschön, Olli, tippitoppi. Und der Olli ist ja schon wieder sehr um uns besorgt zum Abschied, zum Abschluss des Tages. Macht er uns auch hier lecker Kaffee und Kuchen gibt's. Wir wollten ja eigentlich auch schon vor 5 Stunden hier gewesen sein. Aber so ist das dann. Ne? Wie gesagt, wir haben uns nett unterhalten heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir für dieses Video und lasst uns die anderen Videos, kommen ja bestimmt auch demnächst raus, von Harry und von Peter, einen Daumen nach oben da. Schaut wieder rein, abonniert den Kanal. Bis demnächst, euer Swobo. Tschüss.